Immer wieder entgegnet uns die Frage oder begegnet uns die Frage von Benutzern, die uns fragen, hey, warum kann ich denn keinen Bestand reduzieren? Die Frage ist ganz einfach zu beantworten, weil sie es nicht dürfen. Und die Software darf es auch nicht, darf nicht die Möglichkeit bieten. Das bedeutet im Klartext, unser Gesetzgeber hat gesagt, es gibt ein gewisses Reglement, an die sich Softwaren halten müssen, wenn sie sicher sein sollen. Also Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und GDPDU-Konformität und so weiter. Okay, und diese Richtlinien besagen ganz einfach, das darf nicht so einfach sein. Und wenn eine Bestandsreduzierung erfolgt, dann muss sie reproduzierbar sein. Deswegen gibt es ja auch, Rechtsklick hier, diese Gegenüberstellung. In dieser Gegenüberstellung kann ein Prüfer jederzeit sehen, für jeden Artikel, den er will, wie viel sind eingegangen und wann sind sie gekommen, was ist abgegangen, was wurde verkauft und was wurde verschrottet. Und jetzt kommen wir eigentlich zu Ihrer Frage. Wenn Sie sagen, okay, so machen es viele, sagen 15, ich reduziere das, weil ich mich vertan habe bei der Eingabe oder beim Erfassen des Artikels, was ja passieren kann. Aber nichtsdestotrotz, die Zugangsmengen sind gespeichert. So, und jetzt sage ich hier speichern, ja. Jetzt sagt er hier, das geht ja gar nicht, weil es das liebe Benutzer, das musst du über die Abschreibung machen. Und wir brauchen hier nur bestätigen und wir werden sofort jetzt zur Abschreibung weitergeleitet, weil Barbie Profi 3 sagt, aha, der Bestand hat sich reduziert, demzufolge soll eine Bestandsreduzierung erfolgen, klar, und das geht nur über hier. Hier können Sie dann sagen, ich habe einen Grund, die Ware ist defekt oder keine Ahnung was. Über die bekannten drei Buttons können Sie dann sagen, Fehleingabe, Korrektur zum Beispiel. Okay, ich sichere mir das. Wir könnten das jetzt auswählen, Fehleingabe, Korrektur. Könnten jetzt die Stückzahl eingeben, um die wir den Bestand verringern wollen und sagen, übernehmen. Und das war's schon. Sagen wir hier schließen. Wenn wir uns jetzt unseren Artikel anschauen, Gegenüberstellung, dann sehen wir, dass wir zwar 18 Stück bekommen haben, aber hier abgeschrieben 3 und zwar da. Somit hat eine Bestandsreduzierung stattgefunden, die für Sie auch später mal reproduzierbar ist und natürlich auch für einen Prüfer reproduzierbar ist. Und somit sind Sie auf der sicheren Seite, weil die Software Ihnen einfach die nötige Funktionalität bietet und Sie sehen, wie schnell das auch geht, dass Sie sagen, ich will jetzt hier den Bestand reduzieren. Alternativ können Sie einfach auch Rechtsklick sagen. Na, Rechtsklick, hier Abschreibung, Verschrottung. So kommen Sie natürlich genauso hin. Okay? Geht beides.